zuschlagen. Magneton muss erstmal weg. Ist wichtig. Er wird da wahrscheinlich Donner oder so eine Kacke einsetzen. Ach, ich ja. Auf Suicune hundertprozentig. Und Suicune ist tot. Drauf, geh raus. Dann lassen wir einmal Traumfugil, Psystrahl. Nee. Traumfugil, Psystrahl auf Elektroball und Psyana, Psystrahl. Konfusion auf Magneton. Weil das schneller ist, relativ egal. Danach kommt ja einmal Psyana. Jetzt hat Magneton schon mal weg. Dann gibt es einen Ampharos. Ist okay tatsächlich. Ist halt bisschen einfacher gegen zu gehen. Traumfugier, Psychstrahl gegen Ampharos. Und Psyana, Psychstrahl gegen Elektroball. Es kann natürlich auch wieder passieren, dass wir hier K.O. gehen. Kommt jetzt so ein bisschen auf Migani drauf an. Und auf Psyana. Ah, sehr schön. Psystrahl hat auf jeden Fall ordentlich gesessen. Ein paar raus mit dem Donner. Daniel soll mal Rasierblatt machen und Diana macht die Strahl auf Elektroball. Na komm, Diana, bitte nicht paralysiert sein. Sehr schön. Das heißt, Elektroball ist kaputt. Okay. Ich hatte halt sicherheitshalber Rasierblatt noch eingesetzt. Sollte Elektroball irgendwie ein Fizzle behalten, wäre es auf jeden Fall durch Rasierblatt ausgestaltet worden. Dani 38, sehr schön. Rasierblatt geht natürlich jetzt voll auf Ampharos. Ändert halt nichts an der Stärke. Wäre Body, also Body Slam wäre natürlich ein bisschen besser, oder wäre besser gewesen. Von Ampharos auf. Gerne, okay. Das heißt, ganz klassischer Pokémon-Kampf 1 gegen 1. Das ist halt die Garnier Body Slam auf Ampharos. Ist jetzt auch nicht so eine krasse Attacke, ne? Beide paralysiert. Ja. Und er zieht halt mehr ab. Könnte halt Megania Synthese einsetzen, dass wir uns wieder voll heilen. Einigermaßen voll heilen. Ampharos, sehr schön. Das ist gut. Durch Regentanz haben wir jetzt wieder erstmal eine ausgeglichene Situation. Ja, eigentlich nochmal Beleber. Wir hätten noch einen Beleber. Frage ist halt, sollte man jetzt den Beleber einsetzen oder nicht? Top-Genesung hätten wir auch noch. Weil ich werde es auf jeden Fall nicht schaffen. Jetzt mal Beleber. Aber das zieht halt die Hälfte ab. Egal, wen ich wiederblieb. Es wird wahrscheinlich einfach nach hinten losgehen und vielleicht eine verschwendete Ressource sein. Egal, wir probieren es einfach mal. Frage ist halt, wie schnell ist Ampharos? Der Donner wird auf...
So wieder so. Ich wollte halt sagen, normalerweise wäre es doch eigentlich. Ja, gut, egal. Ich hätte jetzt eigentlich gedacht, dass. Ampharos eigentlich theoretisch, da es ja den Angriff schon vorbereitet hat, den Angriff auf Viganie setzt und Entei dann zumindest einen Schlag ausholen kann. Wir können jetzt halt einfach nur auf Body Slam pushen. Okay, so viel dazu. Ampharos ist auch paralysiert. Dann werden wir einmal wieder mal zurücklaufen. Donner. Hält Viganie auf jeden Fall aus. Weiteren Donner wird es auf jeden Fall nicht aushalten. Wir könnten Glück haben, dass Ampharos jetzt, da der Regen aufhört, Ampharos nochmal Regentanz einsetzt. Okay, eine Attacke ging daneben. Da wieder sehr mehr Glück als Verstand zum Ende gehabt. Wir waren paralysiert, Ampharos verfehlt. Hätte Ampharos nicht verfehlt, wären wir wahrscheinlich tot gewesen. Manchmal muss man auch einfach ein bisschen verfehlen. So kann ich euch unmöglich gehen lassen. Hinzu. So, mal gucken, was er sagt. Hier noch. Okay. Alarm! Jetzt gibt es für euch keine Kommen mehr aus dem Lower. Okay. Ich würde sagen, ihr kennt das Spielchen. Wir sehen uns hier gleich wieder. Nach rein und speichern. Bis gleich. So, Pokémon geheilt, angekommen und dann, ja. Weiter. Okay. Du Befehl, wer hat den Alarm ausgelöst? Ja. Alarm. Genau. Izuna. Oder Izna. Je nachdem, wie man es halt aussprechen müsste, weil bei SAO Asuna wird ja auch Asuna geschrieben. Von daher. Also egal, nach Tara Entei. Entei ist Enteis zweites Herz jetzt offen? Mal gucken, ob wir da jetzt endlich mal. Oh, neues Krypto. Oh. Obwohl, wie brava. Das wäre nicht schlecht. Tatsächlich. Aber wir werden wie brava halt nicht so weit kriegen, dass es sich irgendwie entwickelt. War Vibrava nicht Vorentwicklung von Libeldra? Ich glaube, Libeldra ist ja ultra stark. Aber das werde ich halt nicht entwickelt kriegen. Ja, mal gucken. Dem ist Kryptoschlag gegen Kadabra. Mach mal bis auf Vibrava. Okay. Gut, ist egal. Gut, Entei wird wahrscheinlich jetzt einfach kaputt sein. Ja. Das ist halt. Ist halt ekelhaft, Vibrava zu coolen. Aber gut. Kriegen wir schon hin, vielleicht. Vielleicht. Sekunden bekennt jetzt auch seinen nächsten Balken. Okay. Schade. Kein Vibrava für uns. Schade, schade. Aber gut. Weiter im Text. Ballboss. Zack, zack. Balbos kann natürlich fliegen. Fliegen ist an sich eine coole Attacke. Das muss man einfach so lassen. An sich stark. Plus, es wird halt eine Runde ausgesetzt. Also der Schaden wird halt eine Runde gegen das Pokémon ausgesetzt. Suikun ist aufgewühlt. Nicht schlecht. Schwalbos ist eh am Fliegen. Also von daher. Passt das. Da war es fort. Aber das Entei schon wieder draufgegangen ist, ist schon wieder. Tara 39, sehr, sehr schön. Leon. So, normalerweise müsste Schwalbos jetzt eigentlich runterkommen. Obwohl, ich könnte eigentlich mal Fint einsetzen, ne? Egal.
So, fliegen ist auf jeden Fall erfolgreich. Klar, logisch. Ich habe ja schon bei Ampharos gefühlt mein ganzes Glück schon wieder aufgebraucht. Habe ich jetzt nicht so erwartet. Lichttyp. Dann machen wir einmal so und so. Egal, Kryptoschlag geht sowieso auf Kecleon. Wird's jetzt zum Wassertyp eigentlich? Muss ja. Theoretisch. Okay. Ja gut, klar, kann ja auch nicht wechseln. Wir sind ja haben ja ein Krypto-Pokémon, wir haben ja den Kryptoschlag angewandt. So. Das heißt, Kecleon kann ja eigentlich die Form gar nicht ändern. Ah, schade. Also Schwalbos wird hundertprozentig nochmal mehr Fliegen machen. Gucken, ob die Finte ausreicht von Nachtara. Hatte ich tatsächlich sogar beide gegen Schwalbos, oder was? Muss ja. Na gut, egal. So, Nachtara, Entei sind raus. Das heißt, wir haben Suicune und Psyana wieder als erstes. Da muss unbedingt nachziehen. So. Schlag. Fusion, ja, gut. Keine Wirkung. Klar, wir hätten jetzt Sternschauer. Wusste ich jetzt nicht, dass das keine Wirkung hat, aber wir hätten rein theoretisch Sternschauer noch nutzen können. Als Alternativ. Ja, das 37. Dünn. So. Junge, du bist stark. Geil, ne? Imposant. Ja. Wer hätte es gedacht? Und ja. Sie war schon wieder weg. Ja. Ah, Banana bedient fällt. Hier befindet sich ein Schloss. Willst du es öffnen? Jawohl. Ah, okay. Wir hatten Hyragrog, wir hatten Suicune und... Nein, kein Enter. Raikou, zack, zack. Okay. Dominion. Moin. Ah, Eokappa. Okay, den hatten wir doch schon. Irgendwo mal. Was? Treffen wir uns tatsächlich schon zum dritten Mal? Zum dritten Mal? Echt? Okay. Erinnerst du dich an mich? Ich werde jetzt Rache für die Schande im Heiligen Wand nehmen. Stimmt. Wo ja vom Sophos, von Opa, dass Pikachu ja in seiner Ansicht so krass geil gekämpft hat, was nicht der Wahrheit entsprach. Aber das erzählen wir. So überhaupt stimmt, nicht. Das Capoeira habe ich auch nicht gefangen, ne? Normalerweise... Müsste ich jetzt eigentlich eine Möglichkeit bekommen, nochmal eine erneute Möglichkeit bekommen, das Capoeira zu fangen? Wo er gesagt wurde: Alter Pikachu, du warst mega geil. So stelle ich mir das vor, dass Eltern das Kind pushen zu müssen. Ja. Wenn es gerade irgendwie im Sport absolut abkackt, aber du stehst da und sagst: Boah, krass, Alter. Hallo, ja. Ja, das, ja. So, Capoeira Kryptoschlag, wahrscheinlich gegen Psyana. Oh. Wird dann noch Psyana mit Sternschauer wahrscheinlich greifen lassen. Ja, Sternschauer. Gut. Dass Capoeira nicht ganz so viel Schaden bekommt. Und ich mache hier nochmal ein kurzes Päuschen.